Wow, Grabspinne. Das könnte jetzt wehtun. Die waren in Risen 2 zumindest sehr stark. Ich weiß nicht, wie sie hier sind. Von Belling Sing. Ist immer noch stark, auf jeden Fall. Termite und Termitenkrieger auch noch. Na super. Okay, die Spinne ist tot. Uns reden. Nein, ich wollte eigentlich die Gegner looten, aber ich fürchte, die haben nichts dabei. Oh, eine Erzader. Na mal hin, ein bisschen Eisenerz, das können wir gebrauchen. Entweder zum Schmieden oder verkaufen, je nachdem. Auf jeden Fall nehmen wir es erstmal mit. So, sicher ist sicher. Das. Dem zertrümmer ich den Schädel. Genau, bei uns zertrümmer mal. Wir müssen dringend stärker werden. Die Kämpfe dauern mir alle viel zu lange. Bam, Sprengfalle. Gott sei Dank hat es uns nicht erwischt. Eigentlich hätte Bones jetzt in die Luft fliegen müssen, aber nun gut. Der kann das halt ab. Na, guck mal, hier gibt es auch ein bisschen Beute. Das ist doch hervorragend. Bisschen Jadestein, immer gut. Und Holtbys Truhe, aha. Goldkill-Szene, Diebesgut. Jacks Wertsachen, Questerfolg, interessant. Interessant. Wow, das zucken der hier noch so rum. Sieht creepy aus. Oh, das ist ein kleiner Texturenfehler, guck mal. Kann man unter den Boden gucken. Ja, bin ich mal nicht so. Die Spur. Ja, ja, die Spuren führen irgendwo hin. So können wir den Typen nämlich auch wieder finden. Wir folgen einfach der Goldspur zu ihm zurück. Bringt den beiden noch ein bisschen Geld. Und sogar noch rum. Die Spur. Ja, ja. Die Spur. Ja. Käse? What? So, wie dauer bringt das aber ganz gut Geld. Und ich kriege nur noch so einen Krampf im linken Finger vom Klicken. Hier ist. Hier. Ja. Hier. Sammel den rum ein, verdammt. Ich glaube, der hat 3/4 von seinem Schatz unterwegs verloren, so wie das hier aussieht. Na, ich will doch nur das Fernrohr, Mann. So, Kollege, komm her. Dein Monster ist Geschichte. Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz? Hast du den Kram aus meiner Truhe?
Ja, ich habe deinen Schatz. Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Hier hast du ihn. Den habe ich schon vermisst. Sehr gut. Danke. Wegen deinem Schatz. Ich habe Gold gefunden. Hätte nicht gedacht, dass du das zugibst. Da hast du dein Gold. Ich hätte wetten können, es ist verschwunden. Ist eine echt ehrliche Haut. Yep. Wegen deinem Schatz. Ich habe Rum gefunden. Damit sieht die Welt gleich besser aus. Gibst du ihn mir? Den Rum kannst du haben. Sehr gut. Dann kann ich mich heute ordentlich zugießen. Du hast mir alles wiedergebracht, was in meiner Truhe war. Da waren noch Bananen. Ach, da habe ich sie gelassen. Die kannst du ruhig behalten. Na, danke. Ich halte mein Wort. Hier hast du die Hälfte von dem ganzen Krempel. Vielen Dank nochmal. Gerne. Und wir haben ein bisschen was für unsere Seele getan. Und nebenbei noch ein bisschen Rum und Grog bekommen. Das ist doch alles wunderbar. Dann wollen wir mal hoch zu Jacks Turm, der ja von der Inquisition besetzt ist. Und mal gucken, wer denn da besetzt und ob wir den Zustand nicht vielleicht ein bisschen verändern können. Ich mag die Inquisition. Ich mochte sie schon in Risen 2 nicht. Obwohl doch. Warte mal. In Risen 2 der 2 habe ich in der Inquisition gearbeitet. Hä? Naja. Self-Droid. Gut so. Ich brauche dringend jemanden, der uns im Jagen ausbildet. Wir brauchen die Tiertrophäen für das Geld. So, zu an. Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Erstmal aktivieren wir den Teleporter. Geht doch. In Risen 3 ist es nämlich so, dass wir Teleportsteine finden müssen und sie in diese Sockel einsetzen müssen, um die Teleporter zu aktivieren. Und dann, um sozusagen die Schnellreisepunkte auf der Map freizuschalten, hier wird es auch nochmal gesagt, Teleport aktiviert, wähle auf der Inselkarte einen aktiven Teleporter aus, um dorthin zu reisen. Ihr seht jetzt hier, voilà, hier ist ein Symbol von einem Teleporter und wir können da jetzt hinreisen. Was aber nicht viel bringt, weil wir schon da sind. Noch irgendwas zu essen, was ich hier klauen kann? Holtby! Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Nö. Ich sehe mich nur um. Umsehen was ist macht nicht. Bones da bitte? Hier ist Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Ich hoffe nicht wortwörtlich. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben's einfach nicht drauf. Was machst du hier oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Ja. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Wir haben da ja schon was gefunden, also, naja. Kann es sein, dass du dieses Zeug gestohlen hast? Selbst wenn es so wäre. Ohne einen Beweis kannst du mir gar nichts. Ich muss mich hier wohl nochmal umsehen. Das sehe ich ganz genau so. Laufen wir nochmal ums Haus rum, mal gucken, ob wir da was finden. Auf jeden Fall eine Schädelblüte. Ich brauche einen Dietrich. Ja, super. Spruchvolle, eine Doppelbüchse. Oh, cool. Hey du. Angetreten, aber ein bisschen flott. Nicht in dem Ton, glaubst Freundchen. Wohl, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Ja. Geht so freundlich, ja? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Zu spät. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Also gut, was willst du von mir? Schon besser, schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. So weit kommt das noch. Kehr deinen Mist alleine.
Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Ich glaube, dein Vater hat dich nicht genug verhauen, kann das sein? Pass auf deine Zunge auf, sonst setzt es was. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Ja, das werden wir ja noch mal sehen. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Reiß ihm den Kopf ab! Mach ich. Au, au, au. Jetzt tu endlich was! Mach ich doch. Ich meine, wahrscheinlich sein Kumpel, aber trotzdem. Stopp ihm das Maul! Schlag doch zu! Jetzt meine Güte! Ja, den haben wir gerade mal schön durchbohrt, den Typen. Sehr gut. Holtbys Tagebuch, interessant. Ich brauche einen Dietrich. Eine Schatzkarte. Auch sehr interessant. Den nehmen wir auch nochmal mit. So. Mann, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Die eigene Medizin ist meistens die bitterste. Spar dir deine schlauen Sprüche. Na. Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Kannst du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Ja, warum eigentlich nicht? Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich. Kein Problem. Das ging ja schnell. So gut bin ich auch nicht. Okay. Du bringst jetzt den Leuchtturm auf Hochglanz. Wer den Schaden hat... Der braucht für weitere Arschtritte nicht zu sorgen. Na los, ich will den Staub wirbeln sehen. Wäre ich bloß im Bett geblieben. Oh ja. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. So ein Idiot, ey. Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Aber echt, ey. Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Taschenkontrolle. Her mit deinem Gold. Was soll ich denn ohne mein Gold machen? Das ist mir so egal. Anfangen zu sparen. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. Jetzt haben wir noch mal schön 250 Gold aus dem Herrn rausgepresst. Finde ich super. So, wir können Nahkampf steigen, hat mir das Spiel gerade verraten. Das machen wir doch mal gleich. Dann überbringen wir Jackie nochmal die frohe Kunde und dann ziehen wir weiter. Das Warzenschwein sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Hatte Jackie nicht noch gesagt, dass er mit uns handeln kann, / will, soll, darf, muss, wie auch immer. So, noch ein bisschen Schnaps in die Schnellleiste gepackt. Ach, guck mal, ein Goldkill. Komm mit. Und eine Muschel. Noch eine Muschel. Cool. Hey, Jack. Was dein Soldatenproblem angeht, du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge.
Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. Oh, wow. Hier, das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Schon besser. Wollte ich eigentlich noch... Im Alter findet man auch keine Ruhe. Ich hätte doch gesagt, da werden wir uns handeln. Naja, schade. Na gut, wir ziehen weiter. Es ist so praktisch, dass man diesem Spiel wieder sprinten kann. Ja, es ist so ein Luxus, sag ich euch. Bones ist dabei, sehr gut. So lange nicht mit denen gebraucht, dass ich gerade vergessen hätte, ob der uns überhaupt noch folgt. Äffchen! Zweimal Äffchen! Der hat's hinter sich. Das ging schnell. So, dann wagen wir uns mal weiter Richtung Puerto Isabella vor. Nee, Sacarico. Puerto Isabella war es, Risen 2, genau. Schatten. So. Den nehmen wir noch mit. Das klang ungesund. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Meine Waffe kriegt schon die ganze Zeit was zu tun, dazu ist theoretisch. Schau. Mach nicht, dass er da runtergeflogen ist. Beute gibt er eh noch nicht. Also, was soll's? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Au. Au. Er steht nicht mehr auf. Will ich doch hoffen, dass er nicht mehr aufsteht. Verdammte Schatten! Eigentlich sollten wir den jetzt ja mehr Schaden machen, weil wir haben ja eben geskillt mehr Schaden gegen Untote, aber ich habe ja das Gefühl, wir kriegen mehr Schaden, als wir sie mehr machen. Was ja eigentlich rechnerisch gar nicht sein kann. Wäre super, wenn er nicht alles blocken würde. Da hat er gerade eine Rolle auf der Stelle gemacht, sehr gut. Ja, dann mach! Au. 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 Viel zu viel Damage. Die hat uns Heilung gerade eben nichts gebracht, habe ich das Gefühl gehabt. Gut. Die Schatten müssen ziemlich rücksichtslos gewütet haben. Da ist von auszugehen. Wundert mich, dass sie den Turm hier haben stehen lassen. Dafür werden sie sicherlich Gründe haben. Nanu? Da liegt jemand. Ich möchte wetten, das ist die Fuego, der Gouverneur von Takarigua. Ermordet. Die Spitze eines Inquisitionsschwertes steckt noch in ihm. Was zum Henker ist bloß passiert auf dieser Insel? Das ist eine berechtigte Frage. Können wir die Kerne noch plündern? Cool, können wir. 100 Gold. Danke. Ups, das ist mir mein Schwert gelaufen. Das tut mir nicht leid. Ich brauche einen Dietrich. Das sehe ich aber echt auch genauso.
brauche sogar ziemlich dringend einen, Dietrich. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Aber echt, ey. Wow, cool. Cool. Bones, der Ghoul. Oh, da hinten ist ein Golem schon wieder, da geht's aber nicht hin. Scherz. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Huch! Komm, wer noch einmal her? Den Jungen haben wir gehabt. Gut so. Jo. Ganz deine Meinung bei uns, das ist sehr gut so. Mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Vier Folgen. Machen wir die 5 noch voll, würde ich sagen. Denn ist auch gut für heute. Geht doch. Ja. Ja, Teleporter. Ich hoffe, das stört niemand, dass ich diese Sequenz gerade abgebrochen habe, weil die ist nicht so hochwertig, dass ich die bräuchte. Obwohl, nee, ich glaube, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. 4 Folgen reichen erstmal. Ich speichere erstmal. Let's Play ist gespeichert. Ja. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, die Folgen zu gucken, wie mir sie für euch aufzunehmen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Risen 3 Titan Lords wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.